Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Ich habe heute noch ein paar ganz heiße Tipps für euch und einen exklusiven Gutscheincode. Aber zunächst einmal interessiert mich die Meinung meiner Community. Was haltet ihr eigentlich von Influencern und davon, dass die mit Posts richtig gutes Geld verdienen? Gebt mir jetzt euer Feedback. Und wie findet ihr es, dass inzwischen auch Minderjährige Produkte auf Instagram empfehlen und richtig gut kassieren, von der Industrie umworben werden? Bin sehr gespannt drauf. Das Kinderzimmer als Werbestudio. Swipe up für den Film von Luisa Flicke. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist Nina Rosenbaum. Sie ist 15 und schon ziemlich erfolgreich im sozialen Netz. Die Hamburgerin hat insgesamt auf allen Plattformen deutlich mehr als eine 500.000 Fans. Auf ihrem Profil bei Instagram zeigt sie ihre Outfits, kurze Tanzvideos und immer mal wieder kleine chemische Experimente. Hier ist wirklich die Essigessenz drin und hier Natron und wir schütten es gleich mal rein und werden schauen, was passiert. Okay. Okay, irgendwie habe ich es mir krasser vorgestellt. Ich kipp noch mal nach. Aber die Farbe ist toll. Die ist wirklich toll. Auf ihren diversen Accounts macht Nina Reklame, wie zum Beispiel mit diesem Luftballon-Video. Ein Werbepost für eine neue Serie bei Netflix. Wie viel die Firmen für ihre Spots zahlen, will sie nicht verraten. Das ist unterschiedlich. Man hat nicht wirklich ein festes Einkommen. Mal verdient man eben ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Social-Media-Experte Felix Beilharz rechnet hoch, was bei einem bezahlten Instagram-Post gemessen an der Zahl ihrer Follower finanziell rausspringen könnte. Weil es für Kinder und Teenager noch keine eigenen Erhebungen gibt, orientiert er sich an Durchschnittswerten für Erwachsene. Sie wird wahrscheinlich so pro Post, je nach Kooperationsvertrag, so irgendwas zwischen 1.500 und 2.500 Euro kriegen, vielleicht sogar schon einen Tick mehr. Mit den Klicks lässt sich im Einzelfall so viel Geld verdienen, dass zum Beispiel die Eltern dieser kleinen Influencerin Milay sogar ihre eigenen Jobs aufgegeben haben. Also wir haben jetzt den Vorteil, wir können von den YouTube-Einnahmen leben. Felix Beilharz ist Dozent an der Technischen Hochschule in Köln und an einer Hochschule in Zürich. Er forscht rund um das Thema soziale Medien und berät Unternehmen bezüglich ihrer Social-Media-Strategien. Er erklärt, warum der Markt für junge Influencer so lukrativ ist. Es gibt halt deutlich weniger Kinder-Influencer, als es Fitness-Influencer zum Beispiel gibt. Also da ist vermutlich immer deutlich mehr Geld zu machen, als bei dem schon sehr umkämpften Markt der Erwachsenen-Influencer. Diese Tabelle zeigt, wie viel erwachsene Influencer in Deutschland pro Post im Durchschnitt verdienen. Dafür wurden die Honorare von 100.000 Instagrammern ausgewertet. Gestaffelt nach der Anzahl ihrer Follower. 5.000 bis 20.000 Follower bringen im Schnitt 50 bis 250 Euro pro Post. Bei 20.000 bis 100.000 Followern sind es schon bis zu 2.000 Euro. Mehrere 100.000 Follower bedeuten durchschnittlich 1.500 bis 10.000 Euro. Und bei mehr als 1.000.000 Follower gibt es nach dieser Tabelle satte 15.000 Euro und mehr. Ich brauche gar nicht die Millionen Follower, 20.000 und ich kann schon damit Geld verdienen. Nina hat bereits mit 11 Jahren mit YouTube angefangen. Dieses Lernvideo für ihre Mitschüler hat sie öffentlich gepostet. Ihre Eltern waren zunächst skeptisch. Ich habe dann versucht, Papa zu überzeugen, hat dann auch geklappt, nachdem er sich das alles mal angeschaut hat. Wie ist das eigentlich mit Social Media? Wie funktioniert das eigentlich? Da haben wir diese alte Handykamera dann rausgeholt. Inzwischen sind Ninas Social Media Kanäle zum richtigen Familienprojekt geworden. Vater Frank ist voll mit eingespannt. Die beiden gehen den heutigen Tagesplan durch. Heute Morgen habe ich schon einen TikTok hochgeladen. Das ist jetzt online, da würde ich wahrscheinlich noch ein zweites TikTok nachher gleich noch machen und dann hochladen. Außerdem ist noch ein Fotoshooting geplant. Dafür fahren Nina und ihr Vater Frank in die Hamburger Speicherstadt. Die 15-Jährige hat vor kurzem die 200.000 Follower-Marke bei Instagram geknackt und will ein Foto als Dankeschön posten. Nur der Wind macht den beiden ein wenig zu schaffen. Haben wir ein Bild drin? Meinst du, wir haben irgendwas? Die Bilder sind trotzdem im Kasten.
und kurz darauf schon online. Zurück zu Hause warten die Hausaufgaben. Nina ist eine Einserschülerin. Für ihren Vater ist das die Voraussetzung dafür, dass sie bei Instagram so aktiv sein darf. Solange das mit dem ganzen Schulischen alles passt, ist das auch okay, dass man das so macht. Würde das nicht mehr passen, müsste man sich zusammensetzen und müsste dann tatsächlich nochmal eben reden, ob das vielleicht nicht irgendwie einen anderen Weg gäbe. Aber solange das eben alles so ist, wie es jetzt ist, ist das aus unserer Sicht in Ordnung. Die 15-jährige Gymnasiastin geht in die 9. Klasse. Um Schule und Social Media unter einen Hut zu bekommen, muss sie gut organisiert sein. Ich mache mir wirklich immer Gedanken, einen Tag vorher, was möchte ich produzieren? Möchte ich überhaupt an dem Tag was produzieren? Was muss ich unbedingt für die Schule machen? Mache das tatsächlich teilweise auch so, wenn ich wirklich viel vorhabe, dass ich mir das sogar zeitlich alles so ein bisschen einplane. Wie viele Stunden möchte ich da rein investieren, wie viele da rein? Das ist Toya Diebel, Bloggerin, Autorin und Online-Aktivistin. Sie setzt sich mit einer Online-Petition gegen digitale Kinderarbeit im Netz ein. Denn genau das ist es in ihren Augen, was Milay, Nina und andere Minderjährige mit ihren kommerziellen Accounts machen. Ich finde es problematisch, weil Kinder nicht kontrolliert werden können im elterlichen Haus, wann und wie viel sie arbeiten. Das braucht aber eine externe Position, die darauf achtet, wie viele Stunden, in welchem Ausmaß werden Pausen eingehalten, möchte das Kind das überhaupt? Diese Regeln gibt es ja. Es gibt ein Jugendarbeitsschutzgesetz. Das Jugendarbeitsschutzgesetz besagt, Kinder bis 15 Jahre dürfen nur leichte Tätigkeiten ausüben, zum Beispiel Zeitungen austragen, Nachhilfeunterricht oder einfache Tätigkeiten in Haushalt und Garten. Für Film- und Fernsehaufnahmen benötigen Kinder bis 15 Jahre eine Sondergenehmigung des Jugendamtes, eine Einwilligung der Eltern und eine Bescheinigung vom Kinderarzt. Und die Arbeitszeit ist, je nach Alter, auf 2 bis 3 Stunden täglich begrenzt. Das greift aber nicht in den sozialen Medien, warum auch immer. Eigentlich müsste es das, aber es wird nicht geahndet. Auch sie ist unter 15 und müsste sich laut Toya Diebel eigentlich an die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten halten. Die 14-jährige Emilia aus Berlin. Die Teenagerin vermarktet ihr Privatleben auf einem öffentlichen und kommerziellen Account. Insgesamt hat sie auf allen Plattformen rund 200.000 Fans. Das sind ja, so viel mehr als allein schon in meiner Schule sind. Also das ist so eine unglaublich große Zahl. Ich finde es eigentlich gut, aber irgendwie auch beängstigend, weil man weiß ja nicht, wer dahinter steckt, hinter diesen 100.000 Leuten. Ihre Eltern behalten im Blick, wer ihr folgt. Hauptsächlich seien es Mädchen in Emilias Alter, sagen sie. Zu sehen gibt es auf ihrem Account auch Einblicke in ihr Privatleben. Zum Beispiel, wie sie Bruder Samuel bespaßt. Der 5-Jährige taucht regelmäßig auf ihren Accounts im Netz auf. Tipp mal auf dein Gesicht. Emilia ist wunderschön. Oh. Ansonsten posiert die 14-Jährige mit schicken Outfits und macht Werbung, zum Beispiel für Hygieneartikel, Büromaterial, verschiedene Modemarken und eine große Parfümeriekette. Dozent und Social-Media-Berater Felix Beilharz schätzt, dass Emilia, gemessen an ihrer Followerzahl, pro Post um die 1.000 Euro verdienen könnte. Er erklärt, warum die Firmen überhaupt mit Minderjährigen werben dürfen. In der Regel werden die Kooperationen mit den Eltern geschlossen, nicht mit den Kindern selber. Das heißt, die Erziehungsberechtigten übernehmen dann die ganze Verantwortung und dann ist man als Unternehmen eben fein raus. Wann und wie lange Emilia für Instagram und Co. arbeitet, kontrollieren lediglich ihre Eltern. In der heutigen Zeit ist es ja üblich, dass junge Leute viel am Handy sind. Und natürlich versuchen wir das auch zu begrenzen, dass Emilia in den Abendstunden doch mal das Handy wegpackt. Ich war schon oft nachts sehr, sehr lange wach, weil ich dann noch Stories machen musste für den nächsten Tag und es abchecken musste. Aber ich denke, das gehört dazu und das ist normal und jeder hat ja da so seinen Rhythmus und ich gewöhne mich auf jeden Fall auch daran. Die Kritikerin Toya Diebel hat selbst 80.000 Abonnenten bei Instagram und weiß, wie groß der Druck ist, wenn man in sozialen Medien erfolgreich sein will, gerade für junge Mädchen. Man muss seine Crowd, seine Followers entertainen und mit Content füttern. Und das ist letzten Endes auch irgendwie ein bisschen Arbeit.
Und ich weiß nicht, was das mit dem Leben einer 14-, 15-Jährigen macht, wenn man diesem Druck schon so früh ausgeliefert ist und auch den Kommentaren und dem Feedback von fremden Menschen. Wurden die geschult, wie man mit sowas umgeht? Was macht das emotional mit einem? Das Streben nach Perfektion, der Leistungsdruck, all das kennt auch Emilia. Es gibt so viele, sage ich jetzt mal, perfekte Mädchen auf Instagram. Und da denkt man sich auch manchmal so, okay, wieso sehe ich jetzt nicht so und so aus wie die? Auf jeden Fall vergleicht man sich sehr, sehr oft mit anderen und sehr schnell. Aber ich glaube auch irgendwie unbewusst. Emilia ist stolz auf das, was sie sich in den letzten 3 Jahren erarbeitet hat. Ja, ich liebe Fashion und Mode und deswegen habe ich sehr viele Klamotten. Ich weiß, es ist sehr viel, aber ich habe natürlich auch vieles so durch Kooperationssachen. Also durch Kooperation bekomme ich natürlich auch Sachen. Und wie funktioniert das dann? Bekommst du die umsonst? Oder? Ja, schon. Also dafür mache ich dann natürlich Posts und Werbung. Hier. Das weckt Neid. In der Schule hatte Emilia es nicht immer leicht, als sie anfing, sich im Netz zu präsentieren. Die Schüler haben mich wirklich gemobbt und runtergemacht. Ich wollte teilweise nicht in die Schule gehen. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, ich werde jetzt nicht aufhören, weil die mir sagen, du hörst jetzt auf, sondern ich zeige es denen jetzt und ich mache weiter. Emilia, 14, und Nina, 15 Jahre alt. 2 Nachwuchs-Influencerinnen, die ihren großen Vorbildern im Netz nacheifern. Und für deren Auftraggeber es sich offenbar lohnt, dass ihre Werbegesichter immer jünger werden. Ja, und Nina ist heute bei uns mit ihrem Papa Frank Rosenbaum. Herzlich willkommen. Nina, wenn du zum Beispiel Milay mit ihren 12 Jahren siehst, hast du da irgendwann, wenn es altersmäßig runtergeht, ein Unbehagen und sagst, naja, eine 7-Jährige, die Produkte präsentiert, finde ich komisch, oder siehst du da keine Grenze? Also ich denke schon, man merkt es ja auch schon an der Person, wie sie eben auftritt, wie sie sich eben in den Videos gibt, sieht man ja schon, ist es eigentlich jetzt so wirklich aus freiem Willen oder ist es so, dass man da wirklich vor die Kamera irgendwie gestellt wird oder so. Ich denke, das merkt man irgendwie auch schon ein Stück weit und ich denke, gerade bei so kleinen Kindern, da kann das schon mal ein bisschen kritisch sein. Aber, und damit willkommen an Felix Beilharz, den wir gerade schon gesehen haben, Social-Media-Experte, wenn eine 12-Jährige sich spielerisch was dazu verdient, wo ist das Problem oder ist da kein Problem? Da gibt es einige Probleme aus ganz verschiedenen Aspekten. Also zum einen ist es ein Problem, dass Kinder so einer dermaßen großen Öffentlichkeit dargestellt werden, ohne jeden Schutz dahinter. Das heißt, die haben vielleicht 10.000, 100.000 Follower, wie schon im Film vorhin gesehen, keine Ahnung, wer das eigentlich ist als Follower. Aber wofür müssen die geschützt werden? Was ist die Gefahr? Es gibt zum Beispiel Plattformen, wo halt erwachsene Leute dann Bilder von Minderjährigen hochladen, die dann sehr unangenehm kommentiert werden. Da gab es auch neulich eine große Doku zu. Also das ist nicht so wahnsinnig schön. Ich habe auch mal deine Follower-Struktur angeschaut. Nina hat jetzt zum Beispiel 250.000 Follower. Die meisten sind auch in der Altersklasse so 13, 14, 15. Aber 1% ist über 45 und männlich. Das heißt, dir folgen ungefähr 3.000 Männer, die über 45 sind. Da frage ich mich doch als Vater auch, warum folgen die meiner Tochter? Ja, und das ist irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Fragen Sie sich das als Vater auch, Herr Rosenbaum? Also, zum einen bin ich einer dieser 1%. Ja. Ich denke, mein Vater, also sprich Ninas Opa, gehört auch dazu. Und gut, bei Oma ist... Aber das ist nicht alles Verwandtschaft, jetzt die 1.000 Männer, von denen darum geht es auch gar nicht. Nein, aber sicherlich fragt man sich, wer das ist. Auf der anderen Seite, über dieses Thema haben wir auch oft genug gesprochen. Und man muss auch ganz klar sagen, bei dieser Follower-Struktur sicherlich werden da auch der ein oder andere dabei sein, den man vielleicht besser nicht dabei hätte. Aber das passiert uns, wenn wir im Bus unterwegs sind, genauso. Das ist jetzt nichts, was ich nicht auch in der Realität kennen würde. Na, ich habe, ohne Ihnen zu nahe treten, schon den Eindruck, dass online die Hemmschwelle sehr viel geringer ist. Also wir haben hier im März war es bei RTL ja ein Experiment gemacht, wo Schauspieler als Minderjährige auf Plattformen gegangen sind, auch auf Social-Media-Plattformen. Und es war eine Frage von Minuten, bis verbale sexuelle Übergriffe passierten. Wie oft erleben Sie das bei Nina? Kommt das also vor? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sache ist die sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also sie hat jetzt relativ viele Follower. Das heißt, wenn irgendjemand vielleicht in irgendeiner Form sich da irgendwas ausmalt, muss er immer damit rechnen, dass er, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, exposed wird. Also sprich, dass man ihn nimmt und dann irgendwo in die Story reinpackt und sagt, hier, pass auf, so und so ist das. Zusätzlich wissen eigentlich alle, die ein bisschen was von ihr mitbekommen, dass hinter ihr eben tatsächlich auch die Eltern stehen, dass wir auch gucken als Eltern, was macht sie oder was macht sie nicht. Und dementsprechend davon ausgehen können, sollte da irgendwas passieren, dass dann eben tatsächlich die Sachen auch weitergegeben werden. Also Sie sprechen zumindest über das Thema, dass es da eine mögliche Bedrohung gibt, aber auch jetzt mal ganz
unterhalb der Schwelle von sexualisierter Gewalt, von verbalen Übergriffen, ist ja Kindheit und Jugend eigentlich so die Zeit der Selbstfindung. Da ist das mit Feedback und mit Öffentlichkeit ganz schön schwer. Muss man das auch im Blick behalten, Herr Weiler? Also definitiv. Ich meine, das ist eine Kindheit, die öffentlich stattfindet. Und das Kind, 12, 13 Jahre alt, kriegt eben jeden Tag tausende Male die Botschaft, du bist so schön, du bist so toll, du bist so hübsch, wie auch immer, wenn du dich entsprechend präsentierst. Ja, da ist die Frage halt, ist das für ein Kind so gesund, mit so einer Bestätigung oder auch mit dem Hate auf der anderen Seite aufzuwachsen und das Leben so kennenzulernen, in der Phase, wo es den Gehirn und so erstmal ausbildet, bin ich eher skeptisch. Kannst du dich da frei von machen, dass man natürlich auch gerne die Likes und die positive Bestätigung hätte? Also klar, man freut sich immer, wenn man positive Rückmeldungen bekommt, das ist immer so. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass ich mich auch wirklich mal zeige, wenn ich wirklich hier einen Dutt auf dem Kopf habe und absolut noch gar nicht so wirklich fertig gemacht bin. Und das ist es eigentlich auch, was die Leute gerne sehen. Die sehen auch gerne dieses Authentische, dass man sich zeigt, wie ist man denn eigentlich wirklich. Weil jeder weiß, wir wachen nicht morgens auf mit Make-up im Gesicht, mit den gemachten Haaren. Das weiß ja jeder. Aber du benutzt Make-up oder benutzt auch schon mal einen Filter, damit das alles ein bisschen schöner und glatter aussieht? Ja, ab und an schon, ja. Aber ist ja nicht authentisch. Ab und an kann man einen Filter machen, denke ich. Ich denke, es kommt halt einfach so ein Stück weit darauf an, dass man sich auch wohlfühlt. Klar, es kann sein, es gibt Tage, da fühlt man sich einfach mal nicht wohl, das kennt jeder. Und an den Tagen benutze ich dann mal eben lieber einen Filter, als an Tagen, wo ich mich eben wohler fühle. Ist es eigentlich, Herr Beilertz, wirklich gerecht zu sagen, das ist Kinderarbeit, wenn jugendliche Influencer Geld damit verdienen? Und wenn es Kinderarbeit ist, muss es reguliert werden, wie die Petition das fordert? Also Kinderarbeit ist es, glaube ich, unzweifelhaft, weil da arbeiten Kinder, ist ja nicht per se verboten. Von daher, das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Es muss halt reglementiert werden. Und das eben sowohl für die Kinder als auch als Unternehmensseite, die damit kooperieren. Es gibt in Frankreich das Modell, dass sie ein Gesetz geschaffen haben, wo Unternehmen erstmal bei einer Behörde Erlaubnis holen müssen, wenn sie mit dem Kind kooperieren wollen. Ja? Und das Geld, was dann verdient wird, wird dann auf ein Treuhandkonto übergeben und dann erst mit 16 darauf Zugriff. Also da gibt es durchaus Regelungen, die möglich sind. Von daher, Kinderarbeit ist es definitiv. Muss man entsprechend reglementieren und kontrollieren. Aber ab irgendeiner Schwelle, das haben wir gesehen, Herr Rosenbaum, trägt das zum Familieneinkommen bei. Das sind schon Summen, auf die man dann wahrscheinlich auch ungern verzichtet. Ne? Also Reglementierung und sich selber mal beschneiden, ist schwierig, nehme ich. Also ich muss dazu mal was sagen. Das, was Nina, wenn sie eben eine Kooperation macht, verdient, das trägt nicht zum Familieneinkommen bei. Also ich glaube, dass wir als Eltern in der Position sind, dass wir unser Leben als auch das Leben von Nina sehr gut bestreiten können, am Ende des Monats auch noch Geld dafür da ist, dass wir ihr vielleicht auch noch ein Eis kaufen können. Also wir hatten es vorher nicht benötigt und wir benötigen das auch jetzt. Das heißt, sie kann sich das zurücklegen? Ja, im Moment müssen wir es ja noch zurücklegen, weil sie mit eigenem Konto und so weiter und so fort, aber wir legen das zurück und da wird auch nicht beigegangen. Und dann kann sie später mal was damit anfangen. Sie sind auch auf Instagram zu finden, ne? Richtig. Sie ist Nina Flash, Sie sind Papa Flash. So sieht's aus. 4.500 Follower, wo soll das Mag hingehen? Sein. Wo soll das hingehen? Wo ist Ihr Ziel als keine Influencer? Ahnung. Ich habe da gar keine Ziele. Das ist eher dieser Account, der dann irgendwann im Zweifel mal auftaucht, wenn dann irgendwie vielleicht mal sein sollte, dass Papa dann auch mal zu sehen ist. Also ich kann mir vorstellen, nach heute Abend wird das auch in die Höhe schießen. Vielleicht komme ich ja an Sie ran mit 19,9. Ja, das ist also von daher. Tänzel immer so um die magische Stelle. Ja, genau. Ich habe als Kind mit dem Kassettenrekorder Radio gespielt. Heute gibt es Social Media. Niemand will das verurteilen. Ich bedanke mich deshalb ganz herzlich, dass es diese offene Diskussion darüber hier gibt, weil die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, auch um Kompetenz auf dem Feld zu erlangen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Felix Beilertz, fürs hier sein. Und danke an die ganze Familie Rosenbaum, dass wir drehen durften.